heute an einem Produkttest der etwas anderen Art, in etwas anderer Umgebung und etwas anders gekleidet als sonst hier auf dem Kanal von Geon, den 5-Way M20C. Was ist das? Eine Aufsteck-LED. Klingt erstmal total langweilig, ist aber super spannend und ungelogen die wahrscheinlich beste Aufsteck-LED, die ich bisher in den Händen gehalten habe. Warum, wieso, weshalb und wie sich in den Praxiseinsatz geschlagen hat, hier auf der CP Plus 2024, da bin ich nämlich gerade in Japan auf einer Messe und habe sie hier über den ganzen Tag eingesetzt. Das erfahrt ihr jetzt. Dieses Video wird euch präsentiert vom ISOCOLOR EDGE CG2700S. Präzise Farben, flexible Anschlussmöglichkeiten. Schauen wir uns das M20C erst einmal aus der Nähe an. Man muss dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Pakete. Ich habe jetzt zum Test die Premium-Version, nennen wir es mal, bekommen. Es gibt allerdings auch noch eine mit etwas weniger Ausstattung. Hier in der Premium-Variante drin, als allererstes, seht ihr schon die Klapptüren, Dornbars, wie auch immer man sie nennen möchte. Und das Schöne ist, alles, was hier an Zubehör dazukommt, ist magnetisch und lässt sich aufeinander stecken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Türen abhaben möchte, kann ich das problemlos machen. Weiterhin mit dabei, wie man sieht, ein Wabengitter. Wenn ich das nicht brauche, kann ich das Wabengitter offensichtlich abnehmen. Davor ein Diffusor und wenn ich den Diffusor nicht haben möchte, kann ich auch selbigen abnehmen. Und darunter ist noch einmal standmäßig fest verbaut eine Art Mini-Diffusor, aber der Unterschied ist schon ziemlich offensichtlich. Und wie ihr seht, wirklich einfach zu machen, das Ganze aufeinander zu klicken. Also das macht schon auf jeden Fall Spaß. Ja, Türen wieder zusammen. Das wäre denn das Zubehörpaket auf der einen Seite, muss man sagen. Denn auch auf der Rückseite seht ihr hier verschiedene Halterungen. Einmal zum Einschrauben in eure Kamera, in den Hot- oder Cold-Schuh. Dann habt ihr an allen drei Seiten, das heißt oben, links und rechts, auch nochmal die Möglichkeit, Zubehör über verschiedene Cold-Schuhs anzuschließen. Ich zum Beispiel hier auf der Messe sehr häufig eine Funkstrecke, um parallel noch Ton zu haben. Das heißt, ihr blockiert damit denn keinen Platz. Ihr seht denn hier an der Seite noch so einen ganz kleinen Schalter, den ihr nach oben ziehen könnt. Damit lässt sich das hier aufmachen. Und was ich dann hier habe, das ist das eigentliche LED-Licht ohne diesen Cage, nennen wir ihn mal in Anführungszeichen, das Gehäuse, das ihr drum bekommt. Und noch vielleicht das letzte bisschen zu dem Gehäuse drumherum. Die Rückseite ist magnetisch, das heißt, wenn ihr zum Beispiel zu Hause am Kühlschrank das montieren wolltet, irgendwo im Studio an einer Metallstange, alles was magnetisch ist, einfach ranbappen hält, also auch das wirklich sehr schön gemacht. Tolles, durchdachtes Design, also ich habe selten sowas Hochwertiges in dem Bereich gesehen. Und auch hier, wenn ihr so ein bisschen durch die Lüftungsgitter hineinschaut seitlich, seht ihr auch etwas Kupferfarbenes und das ist Kupfer, oh Wunder, oh Wunder. Also auch hier drin eine wirklich hochwertige Kühlkonstruktion. Und auf der Rückseite in Orange seht ihr schon herausleuchten einen Lüfter und auch der tatsächlich gut gemacht mit einer soliden Lüftersteuerung. Das heißt, im Regelbetrieb ist er erstmal deaktiviert und sobald es dann zu warm wird, dreht er langsam hoch. Im superleisen Studio muss man mal schauen, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber sagt prinzipiell, er ist nur so laut wie unbedingt notwendig. Kommen wir dann mal zu ein paar Praxiseindrücken, die ich mit den M20C sammeln konnte. Wie gesagt, ich hatte jetzt so grob über einen Tag hier auf der Messe im Einsatz relativ viel gefilmt. Allerdings, zum Glück muss man sagen, hatte ich eine kleine Mittagspause dazwischen, um ins Hotel zu gehen und A, kurz was zu essen und B, vor allem das kleine Ding hier aufzuladen. Denn wie noch gar nicht gezeigt, ihr habt auf der Unterseite einen USB-Typ-C-Anschluss. Vielleicht stellt die Kamera drauf scharf. Und ihr habt einen eingebauten Akku, offiziell nicht wechselbar, aber prinzipiell ist es eine ganz normale Lithium-Ionen-Zelle, die hier halt reingelötet ist. Aber ich habe es nicht geöffnet, prinzipiell sieht es nicht verklebt aus. Also ich glaube, wer Spaß am Basteln hat und sich das zutraut, sollte es austauschen können. Aber keine Garantie drauf, wie gesagt, offiziell vom Hersteller geht es nicht. Ja, der Akku, es ist halt nur eine Lithium-Ionen-Zelle, die hier drin verbaut ist. Und wenn man das Teil hier auf 100% oder 50% gestellt hat, also jetzt nicht ganz dunkel, dann verbraucht es doch einiges an Strom. Also ich bin knapp über den Vormittag gekommen, würde sagen, das Licht war so eine Stunde in etwa an. Dann war irgendwann aber halt auch Schicht im Schacht und der Akku halt schlichtweg leer und das war's dann.
Das Gute ist, der USB-C-Anschluss einerseits USB-Power-Delivery-fähig, das heißt, in der knapp Stunde Mittagspause, es lag auf dem Hotel irgendwie rum, reingesteckt, ganz normales Smartphone-Ladegerät oder Notebook-Ladegerät, lädt es quasi wieder voll, also das geht einerseits ziemlich flott. B, es kann auch über USB-C als Dauerstromversorgung genutzt werden. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel hier über die drei Coldshoe-Adapter irgendwie in der Powerbank ranbasteln wollt, könnt ihr das hier auch dauerhaft drüber betreiben. Also auch das wäre gar kein Thema. Jetzt machen wir gleich mal einen kleinen Test. Das heißt, kriegt ihr so ein bisschen ein, wie die Szenerie hier aussieht ohne das LED-Licht auf der Kamera. Und dann wechseln wir mit dem Licht. Und ich zeige euch einmal, wie hell ihr das Ganze machen könnt, so ein bisschen als Auffülllicht und was noch für tolle Funktionen hat. Und eine Smartphone-App, die richtig gut geworden ist. Also bleibt dran. Die Kamera ist ein bisschen über einer Armlänge Abstand entfernt. Und ihr seht, das Licht gerade auf 50% Helligkeit eingestellt. Und ich kann in der App nachschauen, 5150 Kelvin, eben grob die Umgebungstemperatur. Und daran merkt ihr schon, klar, einerseits, man kann die Farbtemperatur einstellen, aber noch ein paar Sachen mehr. Unter anderem habt ihr eine RGB-Funktion. Das heißt, ich könnte jetzt auch rot, grün, blau, was auch immer, mehrere 10.000, 100.000 Farbvarianten einstellen. Ihr habt auch mehrere Möglichkeiten, das einzustellen. Also wirklich als klassische RGB-Werte, HSL und so weiter und so fort. Da kann man sich richtig austoben. B, über die App. Meine Lieblingsfunktion, da sind es jetzt, glaube ich, nicht die allerersten, die es haben, aber bisher haben es sehr wenige. Ich kann hier irgendwo hingehen, zum Beispiel das Bild in der Galerie, das da hinten hängt, und sage einmal auf Match. Vielleicht habt ihr es gesehen, Farbtemperatur hat sich leicht geändert. In der App stehen jetzt 4450 Kelvin. Ich kann wieder sagen, ich nehme hier die weiße Wand neben mir, die sich ganz gut eignet. 5250 Kelvin, das war dann der Wert von vorhin, den ich hier gemacht habe. Und die Funktion habe ich tatsächlich bisher noch nie gesehen. Ihr habt auch die Möglichkeit, einen rot-grünen Tint einzustellen von minus 10. Und ihr seht, jetzt wird es ein bisschen grünlicher. Plus 10, also Minuswerte rötlich, Pluswerte grünlich. Was halt sehr schön ist, gerade in so einer Messehalle wie zum Beispiel hier, wo verschiedene Kunstlichtquellen am Start sind. Und einige davon sind ja berühmt-berüchtigt dafür, so ein grünliches, kaltes grünliches Kunstlicht zu haben. Das heißt, auch hier kann ich die LED darauf anpassen und da kommt der LED zu Pass, dass man eben diese ganzen RGB-LEDs mit drin hat. Das heißt, man kann auch die Lichtfarbe noch in eine gewisse Richtung ganz leicht drehen. Auch das gab es bisher so noch nicht, also eine wirklich tolle Funktion. Und damit die RGB-Funktion wenigstens auch mal gezeigt wird, auch wenn ich sie persönlich nie nutzen würde. Ich meinte ja schon, RGB, HSL kann man beides machen. Ihr seht es jetzt hier nicht so gut, aber ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen und ihr seht ja die Reflexion in meinem Gesicht auf der Haut von der Farbe, die von der LED kommt. Ich kann auch klassisch das Farbrad hier oben nutzen. Man kann sich auch eigene Presets anlegen, wenn man zum Beispiel eine Farbe häufiger verwendet. Natürlich auch hier könnt ihr noch die Helligkeit einstellen. Also das alles kein Problem. Und natürlich HSL, das heißt auch nochmal die Sättigung. RGB, die klassischen Regler, die ihr habt. Über die App könnt ihr auch Firmware-Updates aufspielen. Über ein selbiges kam zuletzt sogar eine neue Funktion hinzu, anscheinend öfter nachgefragt. Und zwar könnt ihr auch verschiedene Lampentypen emulieren. Hier zum Beispiel Tungsten, ganz klassische Lampe so im Videobereich. Und könnt ihr hier einstellen zwischen voll, also sag mal 100% und ein Achtel. Gibt es dann also CTO, CTB, die Auswahlmöglichkeiten der Zeit. Aber nur um zu sagen, es gibt die Möglichkeit für Updates, sie werden auch genutzt, es werden auch neue Funktionen reingebracht. Also auch da sieht man, man kauft das Produkt und dann ist nicht zwingend direkt Ende, sondern es können auch durchaus noch neue Funktionen dazukommen, die bisher nicht vorhanden waren. Also auch das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Und damit würde ich sagen, ab ins Fazit. Und damit natürlich auch ein bisschen zur Preisfrage, was zahlt man dafür? Es gibt insgesamt 4 Varianten oder 2 Varianten in je 2 Ausstattungsvarianten. Vielleicht kann man es so am besten beschreiben. Ihr habt einmal das normale M20C Bicolor und dann nochmal als RGB-Version, also die Variante, die ich jetzt habe. Bicolor, ganz klar, ihr könnt die Farbtemperatur einstellen, RGB mit den entsprechenden weiteren Möglichkeiten. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Bicolor-Version hat keine App-Anbindung, ihr habt auch nicht diese Tint-Funktion beim Weißabgleich drin. Beide Varianten gibt es in einmal klassisch Ausstattungsvariante, also eher reduziert, und dann eben diese Combo genannte Variante für tendenziell, ich glaube, mal 20 Euro Aufpreis, wo dann einfach mehr Zubehör mit drin ist. Aber jetzt im Falle der RGB-Variante unterscheidet sich da natürlich in Anführungszeichen nichts daran an der App-Geschichte und so weiter. Es ist halt wirklich nur, wie viel Zubehör habt ihr noch mit dabei.
Ich würde euch persönlich empfehlen, nicht nur, weil es jetzt die teuerste ist, sondern halt, weil man wirklich die größte Flexibilität hat und die App wirklich nochmal viel verändert und auch diese TIN-Funktion, also zu sagen, rot, grün, ja, nochmal zu shiften neben dem Weißabgleich. Das, finde ich, bringt sehr viel. Also die RGB-Variante, selbst wenn ich kein RGB brauche und ich brauche es persönlich nicht, allein dafür, für die Funktion oder die beiden Funktionen App und eben rot-grün Tint einstellen zu können, würde ich mir allein die RGB-Variante holen und dann sind nur noch die 20 Euro Aufpreis dafür, dass man mehr Zubehör hat. Und durch die ganze magnetische Geschichte kann man die auch sehr schnell abnehmen, steckt es halt nicht in den Rucksack oder nimmt nur das mit, was man immer braucht. Zahlt man dann ja auch nicht allzu viel. Ja? Also dafür. Deswegen für mich die Premium-Variante ist auch tatsächlich die beste und lohnenswerteste und nicht irgendwas dazwischen. Wer jetzt aber sagt, ich habe ein sehr definiertes Studio-Setup und will vielleicht nur ein ganz kleines Fülllicht auf der Kamera drauf haben, und ich habe jetzt irgendwie keinen großen Rot-Grün-Shifter in den Lampen drin, ja, dann reicht euch wahrscheinlich auch die ganz normale Standardversion, denn braucht ihr das RGB-Modell höchstwahrscheinlich nicht. Aber für alle anderen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Was haltet ihr davon? Vielleicht hattet ihr sie oder habt ihr sie auch im Einsatz? Schreibt gerne eure Meinung, eure Erfahrung unten in die Kommentare hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.